ist doch recht voll geworden heute in dem kleinen Saal. Ein bisschen vorweg. Der Titel ist der gleiche Titel, den wir damals auf der SIGINT hatten. Es wird aber nicht der gleiche Talk sein. Wer jetzt für den kleinen Roboter gekommen ist, wir haben den leider nicht dabei. Den wird es nicht geben. Aber es wird ein paar Neuerungen geben und wir reden ein bisschen über mehr Karten. Jo, schönen guten Abend auch von mir und nochmal ganz deutlich, für so einen Gratis-Lunch würden wir auch niemals akzeptieren. Wir wissen ja, was da immer dranhängt. Okay. Ja, kurz ein paar Worte zu mir, Rena Tangens. Ich bin Gründerin, Mitgründerin des Fürbot e.V., der mittlerweile, also seit diesem Jahr genau gesagt, Digital Courage heißt. Und ich bin Organisatorin und Jurymitglied der Big Brother Awards. Dazu noch ein Hinweis, bei diesem Datenschutz-Negativpreis kann bis 31. Dezember noch nominiert werden. Bitte macht reichlich Gebrauch davon. Ihr habt bestimmt ein paar interessante Tipps für uns für den Big Brother Award 2013. Jo, und da stehen meine Kontaktdaten, die gibt es am Ende aber auch nochmal. Ich heiße Jan Hirsch, Nui, arbeite bei TMT GmbH, Member of ITSEC dort und wir machen nicht viel RFID, das sind noch Altlasten aus der Universität, deswegen ist das nicht work-related, muss ich leider dazu sagen, zu meiner Arbeitsstelle. Genau, dann fangen wir doch auch direkt an. Kleine Geschichte vorneweg. Ich habe gesagt, wir waren auf der SIGINT mit diesem Talk. Es ging eigentlich schon viel, viel früher los. Und zwar ungefähr vor 1,5 Jahren haben wir damit angefangen, eine Karte auseinanderzunehmen von einer Universität. Das Datenformat werde ich später auch nochmal kurz beschreiben. Viel genauer ist es im SIGINT-Talk bzw. im Backspace-Take-Off-Talk in einem ganz kleinen Rahmen damals präsentiert worden. Auf der SIGINT dann haben wir es im großen Rahmen präsentiert. Es kam relativ gut an. Der Fürbot kam auf uns zu, hat uns ihre Lesegeräte angeboten, die wir haben könnten. Glücklicherweise habe ich einen netten Chef, der mir ein Lesegerät gesponsert hat. Und wir konnten uns zusammensetzen. Fürbot und wir, Man Who Stared Bits, haben uns zusammengesetzt und haben uns ein bisschen gebrainstormt, was man noch machen könnte. Und wir dachten uns, double the target size, double the fun. So, wir haben uns gedacht, schauen wir uns doch mal alle Karten an. Und zwar am 27C3 hat Harald Welte, ich weiß nicht, ob er hier ist, überhaupt auf dem 29C3, ich sehe ihn jetzt zumindest hier nicht, ich habe ihn auch nicht so rumlaufen sehen, hat mal gesagt, dass die Menge sei relativ gering. Das heißt, man hatte es würde wenig Auswirkungen haben, wenn man eine Karte knackt. Das habe ich damals in Frage gestellt, weil ich gesagt habe, es gibt nur ganz wenige Leute, die diese Karten verkaufen. Und man baut nicht für jeden Verkauf eine neue Karte auf. Das heißt, wenn eine Firma viel verkauft, sind auch die Karte dementsprechend oft draußen. Darauf wollen wir später nochmal näher eingehen, genau. Was haben wir also gemacht? Ja, dann haben wir vom Fürbot aus einen kleinen Aufruf gestartet und haben den über unseren großen Newsletter-Verteiler verteilt und auf die Webseite gepackt und das Echo war klasse. Dann, das ging also ganz schnell, kamen die Umschläge und die Karten bei uns reingeflattert und wir hatten dann recht unterschiedliche Karten. Wir haben nochmal zwischendurch einen Aufruf gemacht, weil uns bestimmte Karten, die uns besonders interessiert haben, noch fehlten. Und alles in allem, glaube ich, war die Ausbeute recht gut. Wir haben einen recht breiten Rahmen geschaffen und haben sehr, sehr viele Karten erschlagen, glücklicherweise. Ja, aber es gab natürlich auch Gegenreaktionen von den diversen Stellen, die sehr interessant waren. Ja, die Studentenwerke und Universitäten waren alles andere als begeistert. Als erstes bekamen wir eine Rückmeldung vom Studentenwerk Berlin, die außerordentlich sauer waren, dass wir ausgerechnet ihre Karte zur Illustration unseres Artikels im Web verwendet hatten und forderten uns ultimativ auf, dieses Bild zu entfernen. Und ja, das haben wir nicht gemacht.
Dann haben wir Informationen darüber bekommen, dass über einen internen Mailverteiler der Datenschutzbeauftragten und Justiziare in Nordrhein-Westfalen eine Warnmeldung rausgegeben wurde, dass der Föbut ein solches Kartenforschungsprojekt gerade durchführen würde. Und dann wurden alle Universitäten gewarnt, dass da etwas passieren könnte. Das hat uns auch auf Umwegen erreicht. Und schließlich bekamen wir dann auch ein richtiges offizielles Schreiben von der Fachhochschule Bielefeld, die uns, die nicht nur ein Bild entfernt haben wollte, sondern den ganzen Aufruf. Auch den haben wir nicht entfernt, wir haben ihn auch nochmal rumgeschickt im nächsten Newsletter. Und weil es so schön ist, habe ich hier ein Zitat aus unserem Schriftverkehr. Die Fachhochschule Bielefeld schrieb also, eine Weitergabe von Schlüsseln, also von Karten, an unbefugte Dritte würde zu Sicherheitslücken im Sicherheitssystem der Hochschule führen. Und ich habe Ihnen dann zur Beruhigung geschrieben, wir versichern Ihnen, dass wir keineswegs vorhaben, uns mit den zur Verfügung gestellten Karten Zugang zu irgendeiner Hochschule zu verschaffen. Dass man mit der Karte eines anderen, ebenso wie mit einem geliehenen Schlüssel, sich Zugang verschaffen kann, ist auch keine überraschende Erkenntnis, die noch einer forschenden Untersuchung bedürfte. Wir haben dann, weil wir auch von Leuten, die uns Karten zur Verfügung stellen wollten, erst ein paar Rückfragen bekommen haben, wie wir es denn mit der Sicherheit halten und wie wir die Karten untersuchen und was wir mit denen anstellen und ob die beschädigt werden. Und ob wir da irgendwas draufschreiben oder wie auch immer. Und deswegen haben wir dann noch eine Erklärung zusätzlich dann nochmal auf die Webseite gestellt, wo dann erklärt wurde, dass wir die ausgelesenen Daten vom Internet getrennt aufbewahren, dass wir das Archiv nicht in der Form veröffentlichen und einige andere weitere Sachen, die ihr dort auch nachlesen könnt. Dann gab es aber auch ein positives Beispiel. Die Ruhr-Uni Bochum hat uns auch per Post angeschrieben und schrieb, dass sie das mit Interesse verfolgen, was wir da tun. Die haben natürlich auch die Warnnachricht bekommen über diesen Mailverteiler. Und aber ihre Reaktion war, dass sie uns angeboten haben, uns Testkarten zur Verfügung zu stellen. Das fanden wir klasse und wir haben tatsächlich zwei Testkarten bekommen. Eine können wir da sehen. Ich habe gesagt, wir wollen verschiedene Datenformate besprechen. Wir gehen durch vier Stück durch. Ich werde vier Karten erklären, erschlagen damit ungefähr 70-80% aller Universitäten, die wir untersucht haben zumindest. Aber bevor wir Karten erklären können, muss ich erstmal ein wenig das Format erklären. Es sollte vielleicht darauf hingewiesen werden, dass es eine MyFair-Classic-Karte ist. Klar, die ist schon gebrochen. Leider ist sie immer noch im Einsatz. Erstmal zum Naming Convention. Das sind viele Bytes. Eine Karte ist aufgeteilt in mehrere Sektoren und jeder Sektor ist aufgeteilt in vier Blöcke. Wichtig ist jetzt eigentlich nur zu sagen, dass am Ende, im dritten Block von jedem Sektor, stehen zwei Schlüssel. Das sind die ersten 6 Byte und die letzten 6 Byte. Und das ist im Prinzip Schlüssel A und Schlüssel B. Man kann je nachdem, wie man die Schlüssel einsetzt und wie man die Access-Bits setzt, die da auch noch drin sind, in der Mitte, kann man jetzt bestimmen, ob man jetzt damit lesen kann, damit schreiben kann und wie auch immer. Normales Crypto-Fu. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen will. Ich möchte auch nicht in Bits gehen, ich möchte auch nicht sehr, sehr tief reingehen. Ich möchte euch nur zeigen, wo was steht. Ich werde auch nicht die Universitäten nennen, weil das ist vollkommen unrelevant, weil das doch sehr, sehr viele betrifft. Also gehen wir mal ins erste Datenformat rein. Ich habe es mal ein bisschen eingefärbt. Manchen wird es vielleicht bekannt vorkommen. Das ist die allererste Karte, die wir damals untersucht haben. Das ist unsere Karte, von meiner Universität gewesen. Das erste, das grüne, ist in dem Fall eine Institutions-ID.
Sagt einfach nur was über diese Institution aus. Zweite ist halt, die Magentafarbe ist eine ID der Karte. Dann haben wir das Blaue. Da kann 0 bis 1 drinnen stehen, 0 bis 3 drinnen stehen. Das ist einfach nur, bin ich Student, bin ich Dienst aus, habe ich eine Dienstkarte oder was auch immer. Das Gelbe ist der Credit und ein Counter. Wie das jetzt genau aufgebaut ist da unten drinnen, das ist auch nochmal verschlüsselt. Will ich nicht drauf eingehen, das haben wir auf der SIGINT gemacht. Das ist ein sehr interessanter Talk zu Krypto auf einer Karte. Es ist nur wichtig zu sagen, da steht was drin. Da steht der Credit drin, können wir ändern, gebrochen. Muss man jetzt glauben, leider. Zweites Format. Die Farben bleiben relativ gleich. Es wird leichter. Interessanterweise war nämlich die erste Karte die schwerste Karte, die wir in den Fingern hatten. Und es wurde immer leichter danach. Gelb ist wieder Credit, ist wieder Bezahlfunktion. Das ist jetzt relativ leicht kodiert. Es ist einfach Little Endian. Das heißt 01B3 kann man in ASCII übersetzen oder in Int übersetzen und dann hast du den Preis, ist gesichert über das Inverse und so weiter. Hinten steht nochmal. Interessant sind die grünen Sachen. Interessant sind die grünen Sachen hier. Da kann man es vielleicht noch nicht ganz sehen, aber hier. Nach was schaut es denn aus? Es ist ein Datum. Es ist einfach ein Datum, wie lang gilt denn die Karte? Und zwar von bis. Das andere Grüne sind die letzten Transaktionen, die getätigt wurden. Das ist einfach, da ist nicht mal ein Jahr gespeichert, normalerweise. Das Magentafarbene sind meistens IDs. Magentafarben ist in dem Fall, also das obere Magentafarbene, ist die Matrikelnummer. Sie ist geschwärzt in dem Fall. Das ist nicht nur eine Mensa-Karte, muss ich dazu sagen. Viele nutzen ihre Mensa-Karte auch gleichzeitig als Studentenausweis. Also es gibt ja diese Multifunktionalsausweise, ob sie jetzt Tosca oder Multicar heißen oder wie auch immer. Die sehen auch so aus, teilweise. Das untere ist eine Bibliothekskarte, also der Bibliotheksausweis. Das kann man jetzt noch fortführen. Man kann jetzt weiter runtergehen, sieht dann nochmal einen Credit-Check, nochmal einen und so weiter, die teilweise nicht belegt sind, teilweise sind sie belegt. Das kommt immer darauf an welcher Uni man ist, ob jetzt noch für einen Copyshop mitbezahlt wird oder ob jetzt noch dort bezahlt wird. Das sind meistens unterschiedliche Sektoren. Damit hätten wir die zweite Karte. Kommen wir zur dritten Karte. Das ist sehr, sehr, sehr viel eingefärbt. Die Karte kann auch sehr viel. Wir haben wieder eine Bibo. Wir haben, interessanterweise, ist eine PIN drauf gespeichert. Das Magentafarbene ist in dem Fall hier eine PIN. Und zwar nicht die PIN direkt, sondern der Hash von der PIN. Und es gibt eine PIN und es gibt eine Super-PIN. Ich weiß zwar die PIN nicht, aber das hier in der Mitte, da steht meistens 4 drin. Das ist die Anzahl, wie oft ich meine PIN falsch eingegeben habe. Ja, typisches Fu wieder, wir haben natürlich Matrikelnummer gespeichert, wieder im Gelben ist wieder Credit drin. Ich habe leider nicht alles ausprobieren können, ich kann nicht an jede Uni fahren und das testen, aber man kann die Karte einfach klonen, natürlich. Interessanterweise, es kommt in den unteren Sektoren, ich habe es jetzt nicht markiert, es ist zumindest geblackt. Man sieht hier die A's, die normalerweise nicht drinstehen. Da steht University of Somebody, also irgendeine Universität und eine E-Mail-Adresse drin vom Service Manager. Ich habe ihn nicht angeschrieben. Und es steht wieder ganz normal Preis, wie wir es auch gewohnt sind. Was man noch dazu auch sagen kann, das sieht man jetzt nicht so, weil man die Schlüssel nicht sieht. Man kann sehr, sehr gut sagen, ich habe die Schlüssel, also ist es von dem und dem Hersteller. Weil die alle ähnlich verschlüsselt sind. Also sie haben nicht die gleichen Schlüssel, aber sie haben das gleiche Format. Das heißt,
die mittleren Sektoren sind alle mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt oder sowas in der Richtung. Das wäre damit die dritte Karte. Und kommen wir zur vierten Karte. Cannot open, vierte Karte. Ich habe bei 0 angefangen. Ja. Damit hätten wir 4 Karten erschlagen. Das wären die wichtigsten. Haben wir echt 3? Habe ich bei 1 angefangen? Dann habe ich. Ah, danke. Ich habe echt nicht bei 0 angefangen. Ja, danke. Über die Karte habe ich relativ wenig erfahren. Es hat bis vorgestern gedauert, bis ich eine Info gekriegt habe. Dankeschön. Ich weiß, dass ihr im Publikum sitzt. Eigentlich relativ einfach. Orange, Magenta, ist eine Matrikelnummer. Nee, keine Matrikelnummer, ist die ID der Karte. Gelb ist wieder Credit. Credit ist ähnlich abgespeichert, auch wieder, diesmal Big Endian müsste es, glaube ich, sein, und ist gesichert über das dritte Byte. Weiß jemand, wie? Einfach ein XOR, ja genau. Sehr schön. Und das. Sag's doch dazu für die Zuschauer. Einfach. Ja, genau, einfach ein XOR. Es ist einfach geXORt und wir kommen auf 38. 0x38. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Das war gestern. Müsste ich später nochmal nachgucken. Ist aber auch nicht so wichtig, glaube ich. Wir haben ja zumindest den Preis schon mal. Gut. Damit hätten wir die Karten erschlagen. Also wir haben jetzt die meisten Kartenformate von den Mayfair-Karten, von den Mayfair-Classic-Karten zumindest. Es gab aber auch noch... what's the problem? Ja. Es sind Mayfair-Classic-Karten. Müssen wir irgendwas noch dazu sagen? Wir wissen das Format, also wissen wir alles. Wir können die Karte klonen, wir können sie vollständig klonen. Also es gibt ja die Meinung, das geht nur bis zu 99%, aber wir können sie ja emulieren. Und es sind inzwischen auch Karten auf dem Markt, die erlauben das Schreiben im 0. Sektor. Das heißt, ich kann auch die UID neu schreiben. Ich kann sie zumindest vollständig verarbeiten. Leider haben diese Karten ein ziemlich großes Sicherheitsproblem. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich eine Karte untersucht habe, ich habe viele Briefe dazu gekriegt. Also wir haben wirklich, wirklich viele Briefe gekriegt. Ich habe alle gelesen, Dankeschön. Waren sehr schöne dabei. Und da war ein wirklich gut recherchierter. Der Einsender hat sämtliche Informationen ausgedruckt, in den Brief gepackt und mitgeschickt zu dieser Karte. Es war ein wirklich dicker Brief. Ich habe mir das durchgelesen und habe gesehen, dass teilweise sich damit Schließfächer öffnen lassen. Und das war eine problematische Karte. Eine Karte, die ich klonen kann. So, das hat mich natürlich abgeschreckt. Ich dachte mir, vielleicht setzen Sie irgendeinen PIN drauf, den man noch eingeben muss. Das wäre wenigstens ein bisschen sicherer. Aber dann habe ich sie gebeten, ob sie das mal ausprobieren könnte für mich und eine Fotostory machen. Das hat sie sehr gerne gemacht. Fand ich sehr cool. Sie hat alles sehr gut dokumentiert. Das ist dabei rausgekommen. Man muss die Karte einmal aktivieren, also jedes Mal, wenn man ein Schließfach natürlich bedienen will. Man schließt das Schließfach, drückt die Karte leicht drauf, das grüne Licht geht an, man dreht den Knopf und das ist zu. Dann geht das Ganze andersrum natürlich auch noch. Ich halte die Karte dran, es geht auf, Schließfach geht auf. Das bedeutet, keine Eingabe der PIN. Es gibt keine PIN. Das Einzige, was passieren kann, ist, ich habe es selber nicht getestet, es ist eine Vermutung gerade, dass zumindest eine Random-ID, eine Random-Nummer drauf gespeichert wird, die dann wieder abgefragt wird. Aber ist ja egal, wenn ich die Karte klone, nachdem sie das Schließfach geschlossen hat, habe ich sie ja. Interessanterweise muss ich noch nicht mal wissen, welches Schließfach es ist, denn besonderer Service von den Kartenherstellern... Es gibt so einen Automaten.
Und wie ich später erfahren habe, ist das nicht nur an dieser Universität so, sondern an einigen Universitäten so. Und Schwimmbäder. Und Schwimmbäder. Ja, das ist sehr schön, weil das trifft irgendwie auch die Studenten, leider. Unter Umständen ist der Laptop nicht mehr drin, wenn man zurückkommt. Was dramatischer wäre, ist, wenn keine ID drauf gespeichert ist oder keine Random-Zahl, sondern die Fachnummer. Aber das ist Vermutung, es wäre natürlich lustig, ich würde es Ihnen zutrauen, aber mal sehen, vielleicht kommt man dazu noch, wer Lust hat oder wer es weiß, wäre interessant. Dann hatten wir aber auch Deathfire-Karten, ganz viele. Und es gab auch etliche Probleme mit Deathfire-Karten. Fact: Nur zu sagen, dass sie Triple Death kann, heißt nicht, dass sie automatisch verschlüsselt. Man muss dazu sagen, dass das lange vor unserer, dass das lange vor unseren Versuchen ist. Das ist der 19. April 2011, der Artikel. Hat anscheinend ein Physikstudent an der RWTH gefunden. Wir dachten uns, wir haben das danach gefunden, nachdem wir unsere Karte hatten. Ja, sie war auch nicht verschlüsselt. Wir haben den Plaintext. Wir haben noch herausgefunden, dass man beliebig Sachen hinzufügen kann zur Karte, wieder löschen kann von der Karte. Man kann quasi das ganze Muster replizieren. Was genau jetzt darauf gespeichert ist, hatte ich leider nicht die Zeit. Vor allem, ich habe keine Deathfire-Implementation. Das ist also bisher. Ich habe keine Deathfire-Implementation von, mit dem ich es auslesen könnte. Das bedeutet, ich hatte mein Handy, habe es draufgehalten und habe es abgeschrieben. Und so habe ich das dann auch verglichen per Hand. Bin drauf gekommen, wo ein Counter ist, wo die Preise sein müssten, dass eine Uni-ID drauf ist. Ist schon sehr problematisch. Interessanterweise gibt es eine File 1. Also es gibt hier oben drinnen, das hier, sieht am Anfang aus wie sinnloses Zahlenwirrwarr. Oder Hexadezimalwirrwarr. Ich hatte leider nur eine Karte zu dem Zeitpunkt. Und in der Uni rumlaufen und fragen, kann ich mal deine Karte scannen? Ich habe es probiert, es kommt nicht so gut an. Leider. Inzwischen weiß ich, dass es unterschiedlich da oben ist. Also es ist unterschiedlich. Wir haben mit dem Hersteller geredet, über diese Karte natürlich, warum das so ist, warum sie das so designt haben. Sie wissen davon, wir haben es disclosed, aber sie können nicht sehr viel machen anscheinend, leider. So wie ich das verstanden habe zumindest. Aber die Gefahr ist nicht so groß, denn die Transaktionen werden nochmal signiert. Das einzige Problem ist, ich kann die Karte kopieren. Also ich kann wieder eine Karte erstellen, die gleich aussieht, die das Gleiche macht. Ich kann ja auch wieder signieren, das da oben ist nämlich ein Schlüssel zum Signieren von der Transaktion. Das Problem dabei ist, dass die Originalkarte nicht mehr funktioniert. Das bedeutet aber, ich kann von jedem die Karte einfach nehmen und kann das Geld abbuchen. Ich kann nur kein neues draufspielen. Das wird quasi nochmal abgeprüft. Mehr oder weniger sicher. Mal sehen, was passiert, zumindest in der Richtung. Wir hatten das Glück. Ja, wir hatten tatkräftige Hilfe. Torben, der im Moment Praktikum bei Digital Courage macht, hat einige Wochen seiner Zeit darin investiert und hat dann bei Universitäten nachgefragt, beziehungsweise hat im Netz recherchiert und auch bei Herstellern. Und die nicht besonders auskunftsfreudig sind. Ein Hersteller weigerte sich, zum Beispiel auch nur die Anzahl zu nennen von Deathfire-Karten, also von Kunden, Hochschulen, die Deathfire-Karten bekommen haben, also die sichere Version. Und wir haben dann nach Kräften halt geschaut, was wir rausfinden können. Wir haben also eine ziemlich große Excel-Tabelle dabei erzeugt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. Und wir haben da die zwei Spalten, einmal was wir recherchiert haben und was wir durch Analyse selber rausgelesen haben. Und die würden wir gerne erweitern, aber dazu später.
Interessant zu sagen ist noch, dass das wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil ist von Universitäten. Ich weiß nicht, ob sämtliche Universitäten sind, aber es ist nah dran. Es sind nämlich 392. Das hier ist nur eine Repräsentation von einem Kartenhersteller, was der verteilt hat. Ein Kartenhersteller bedeutet, dass überall das gleiche Format drauf ist, egal wie das jetzt ausschaut. In dem Fall betrifft es jetzt 1 Million Studenten. Teilweise ist das problematisch, teilweise nicht, weil davon Deathfire-Karten teilweise sind, teilweise sind es MyFair Classic-Karten, das ist ganz unterschiedlich. Leider sind es noch sehr, sehr viele MyFair Classic-Karten. Wir wissen in dem Fall, dass es, glaube ich, 29 sind, haben wir gezählt. Ah, super. Dass es 29 MyFair Classic-Karten sind, um die 35 Deathfire und 50 haben wir keine Ahnung. Nachdem aber der Hersteller nichts sagen will, vermuten wir mehr MyFair Classic-Karten in diesem unbekannten Teil. Das Ganze lässt sich jetzt hochrechnen. Teilweise sind unter den Colleges auch noch Legic-Karten drunter, die ja auch schon gebrochen sind. Es rechnet sich hoch auf so ungefähr 70-80% der Karten, die problematisch sind zumindest. Wir waren bei dieser ganzen Aktion nicht alleine. Ich möchte einen ganz großen Dank aussprechen an alle, die Karten eingeschickt haben. Wahnsinnig cool. Es hat sehr, 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 sehr geholfen. Es war sehr cool. Es gab einige Teams in unterschiedlichen Universitäten, die uns Paper eingeschickt haben oder deren Analysen eingeschickt haben. Das bedeutet, die Analysen, die ihr hier gesehen habt, ich hatte leider teilweise nur 1 bis 2 Karten. Das ist ein Zusammenwurf von allen Analysen, die ich gefunden habe oder die ich gekriegt habe. Alle hatten es nicht ganz natürlich alle Datenformate oder alle Blöcke identifiziert, weil es nicht an deren Uni ist. Ich hoffe, es ist ein relativ großer Überblick jetzt geworden mal. Und natürlich an alle, die wirklich damit geholfen haben. Es waren viele Karten und es war lange. Wir haben gefragt, wer... Wir haben die hier nicht namentlich aufgezählt, weil wir haben die Leute gefragt und sie wollten nicht genannt werden. Es gibt ein paar Aus Gründe. Aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt ein paar Gründe. Und zwar teilweise sind die Datenformate, werden an Universitäten untersucht und die Studenten, die darüber Bachelorarbeiten schreiben oder wie auch immer, haben NDAs, haben Non-Disclosure Agreements. Interessanterweise, also ich habe auch Analysen gekriegt von anderen Teams, die keine NDAs haben, die ums komplett gleiche Datenformat gingen. Es ist sehr seltsam, was versucht wird, unter einem Teppich zu kehren. Ja. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr Karten einschicken wollt. Ja, wir haben noch so ein paar weitere Pläne. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir die Datenbasis gerne noch ein bisschen vergrößern würden. Deswegen, wenn ihr interessante Karten habt, schickt die doch mal. Zweitens wollen wir ein Wiki einrichten, wo Leute dann selber ergänzen können und halt dazu schreiben können, wenn sie was über das Datenformat wissen, um die Liste dann mal auch komplett zu machen. Und dann gibt es noch ein paar andere Details. Es gibt noch ein paar lustige, interessante Details. Einerseits, wer seine Karten scannen lassen möchte oder testen lassen möchte, oben ist ein ARFID-Assembly von Henrik und SR Labs, hauptsächlich. Die haben teilweise die Schlüssel, wenn nicht, können sie die knacken oder haben zumindest das Equipment dafür. Überprüfen die gerne. Sage ich jetzt einfach mal so. Ansonsten gerne auf mich zukommen. Ich habe noch eine andere Ankündigung, und zwar, weil mir es zu mühselig war, das aufzuschreiben, per Hand, jedes Mal die Deathfire-Implementation, ich so nicht weitermachen kann, habe ich mich hingesetzt und eine Library geschrieben für den Proxmark. Proxmark ist ein Lesegerät und so weiter. RFID-Researcher werden das kennen. Es gibt leider keine offene Implementation von Deathfire bisher. Ich habe gehört, das hat irgendwas mit NDAs zu tun. Ganz sicher bin aber ich mir nicht. Aber er hat keine unterschrieben. Ich habe niemals eine unterschrieben. Deswegen werde ich es heute Abend in GitHub pushen.
Mein GitHub-Account steht leider gerade nicht drauf. GitHub, Nui, mein Twitter-Account im Prinzip. Aber es ist ein Versuch. Es ist noch nicht komplett vollständig. Es sind teilweise aus verschiedenen Sourcen zusammen. Client ist miserabel, aber das war er schon immer. Das war er auch schon vor mir. Und ich hoffe, so können wir ein bisschen wenigstens weitermachen und jeder bleibt nicht auf seiner Implementation von Deathfire sitzen, sondern es könnte mal eine offene entstehen. Dankeschön. Okay, danke. So, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. Aber es fehlt uns ein Mikro hier. Gut, wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch bitte bei den Mikrofonen auf. Die Audio Angel helfen euch dabei. Wir haben zwei Fragen aus dem Internet. Fangen wir mit der ersten an. Wenn sich vielleicht der Lärmpegel hier drin etwas beruhigt hat. Wo wollen die denn alle hin? Die haben gemerkt, dass es kein Freelunch gibt. Hast du doch falsche Versprechungen gemacht. Ach so, ja, okay. Soll ich? Danke für den Hinweis. Ja, Gelzek, hau rein. Okay, also einmal eine generelle Frage, welche Software bzw. welche Card Reader habt ihr benutzt, um das rauszufinden? Ich verwende hauptsächlich aktuell den Proxmark. Liegt daran, weil die meisten Karten komplett verschlüsselt sind und es mit Touch-Attack-Lesegeräten ziemlich lange dauert und ich das Gefühl hatte zumindest, dass die Implementation ziemlich miserabel ist von MFOC und MFCUK und was so existiert. Deswegen der Proxmark, ja. Okay, danke. Okay, dann haben wir hier eine Frage aus dem Saal, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Bei uns ist es auch so an der Hochschule, dass wir mit unseren Karten freischalten können für beliebige Laborräume und so weiter, wo wir auch einfach ohne PIN das Ganze eingeben können. Ich glaube, davon werde ich mich jetzt auch distanzieren und das nicht mehr wollen, weil wir natürlich dann auch verantwortlich sind für den Inhalt der Laborräume, wenn wir da drin sind. Okay. Ja, also Zutritt ist immer problematisch, es kommt immer auf die Karte an natürlich, inwieweit sie klonbar ist, ja. Okay, du hast auch eine Frage, bitte. Ihr habt ja jetzt gezeigt, man sieht da die Werte, die da aufgeladen sind, das heißt, wie viel Geld da aufgeladen ist. Wie ist es dann praktisch? Also ich habe gesehen, dass bei uns an der Uni sind Netzwerkkabel an den Automaten dran, das heißt, das wird auch noch irgendwo in der Datenbank abgeglichen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, ob das an den Unis verschieden gehandhabt wird oder ob das so ein... Wir haben uns das auch schon überlegt gehabt. Wir haben auf der SIGINT dazu aufgerufen, mal an einer Universität auszuprobieren, indem man Karten zerstört. Also ich weiß, dass Datenbanken existieren im Hintergrund, oder das ist bekannt zumindest. Es muss irgendwie abgeglichen werden. Bei Netzwerkkabeln ist, ich hatte mit Henrik, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass es ziemlich idiotisch ist, ständig abzuprüfen, weil sobald der Uplink offline ist oder das Netzwerk down ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das ist ein ziemliches Problem. Das ist die Frage. Es existieren definitiv Datenbanken, inwieweit die eingesetzt werden, immer zu einem unterschiedlichen Grad. Teilweise wird es abgeprüft, teilweise nicht. Warum wird die eingesetzt? Und das merkt man daran, dass man, wenn man seine Karte verloren hat, wenn man sich die Nummer aufgeschrieben hat, kann man sich das Geld erstatten lassen. Die Frage ist jetzt, wenn du an einen Automaten gehst, wo kein Uplink hat und du buchst das Geld ab und du gehst dann wieder hin und fragst nach dem Geld, ob du dann den Originalpreis, was du vorher drauf hattest, kriegst oder das schon abgebuchte. Das kann ich ja mal ausprobieren. Okay. So, dann noch eine Frage aus dem Internet, der Gelzek. Okay, ihr untersucht eigentlich nur die Situation in Deutschland, oder? Genau. Denn ich wurde hier gerade hingewiesen auf die sogenannte EduCard, die in Österreich so eine Art Schülerausweis ersetzen soll, wo Schüler auch eben Mensaessen mitkaufen können und sich ausweisen oder sowas. Aber da habt ihr keine Bestrebungen in der Richtung? Wir haben jetzt uns erstmal auf Deutschland beschränkt. Das war schon eine ganze Menge. Okay. Wir haben interessante andere Einsendungen gekriegt, Australien und Irland. Und war auch mal interessant, aber so hauptsächlich ist es Deutschland. Ja. Mhm. Danke. Okay, dann hier vorne bitte.
Ich schließe mich der anderen Frage nochmal an. Ihr habt bis jetzt noch keinen positiven Fail erlebt, wo eine Karte entweder anschließend nach einer Veränderung nicht gelesen worden ist oder eingezogen worden ist. Einen positiven Fail, wo sie eingezogen wurde oder wo es funktioniert hat? Ja, also die Manipulation einfach aufgrund einer vorhandenen Datenbank als defekt oder als fehlerhaft. Erklärt worden. Datenbank habe ich noch nicht gesehen bisher, nein. Habe ich keinen Fail bisher gesehen, noch nicht aktiv, nein. Leider nicht. Okay, dann hier vorne bitte. Ja, danke für den Talk erstmal. Zunächst möchte ich mich bedanken bei meinen Kollegen, den Übersetzungsengeln, die alle deutschen Talks fürs internationale Publikum übersetzen. Wenn ihr Feedback habt, ist es #29C3EN. Okay. Und meine Frage bezieht sich auch im Anschluss auf die IRC-Frage. Ihr habt keine Karten aus dem internationalen Raum untersucht, aber wisst ihr, ob die Hersteller oder dieselben Karten benutzt werden im EU-europäischen Raum oder auch, sagen wir mal, States? Oder? Es gibt durchaus Bestrebungen von Kartenfirmen außerhalb von Deutschland, in Deutschland einen Fuß zu fassen. Und die auch Karten hier ausgegeben haben, das weitet sich natürlich. Wir wissen von Karten, von Mayfair Classic-Karten, die immer noch nicht ausgetauscht wurden, wegen Risiko-Assessments, weil es teurer wäre, die auszutauschen, als die Fails, die sie erleben. Natürlich, und es ist immer eine Geldfrage. Also es kommt runter auf Geldfrage, aber dass sie wirklich eingesetzt wird im breiten Rahmen, habe ich jetzt bisher keine gesehen, aber wir haben auch jetzt nicht uns auf andere Länder gesucht effektiv. Also es ist einfach, man kann bei einige Hersteller haben sowas wie Referenzkundenlisten, wenn sie denn noch stolz drauf sind. Und da kann man nachschauen. Und es gibt also in den Niederlanden und Großbritannien sind definitiv auch solche Karten unterwegs. Also das haben wir den Kundenlisten entnehmen können. Die sehr interessiert sind und die Interesse ist sehr groß und Ihre Aussage, dass wir würden sehr viel Wert auf Datenschutz legen, ist sehr interessant. Ja, die Aussage war, dass Ihnen vorher unbekannt war, dass man nicht nur die Sicherheit und Integrität des Zahlvorgangs geschützt haben wolle, sondern auch die Vertraulichkeit. Das sei etwas völlig Neues, was offensichtlich deutschlandspezifisch sei. Ah, ja. Okay, deine Frage hier vorne bitte. Hallo, zunächst eine Anmerkung zu der Frage mit der Datenbank. An meiner Universität haben die Kopierer, da kann man mit der Mensa-Karte bezahlen, haben einen Netzwerkanschluss, über den läuft, wenn man kopiert, keine Daten. Das, ja. Und dann hätte ich noch eine Frage nebenbei. Hat schon mal jemand ausprobiert, was passiert, wenn man mehr als 655 Euro auf so eine Karte aufspielt? Ich hatte das Gleiche schon mal überlegt. Es geht, glaube ich, sogar noch höher. Und zwar hat man gesehen, dass auf manchen Karten das Ganze in 4 Bytes abgespeichert wird. Bei meiner Uni sind es 2 Byte. Da haben wir uns das gefragt. Also man kann eintragen 655,35 Cent. Das geht. Wir haben dann aber nicht versucht, da nochmal 10 Euro dazuzugeben. Also irgendwie. Also wir hatten... Also wir haben einen ähnlichen Fall gehabt und wir haben auch alle Bits auf High gesetzt und sind auf 999,99 € gekommen. Stellt sich bei den meisten oder stellt sich bei der Karte zumindest heraus, dass sie ein Limit hat von 150 und dann funktioniert sie nicht mehr bei den Automaten. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Es gibt nämlich, wir haben erfahren von Universitäten, die da überhaupt keinen Spaß verstehen, auch wenn Leute nur das forschenderweise tun und nicht, um sich dieses Guthaben anzueignen. Und dann sofort mit dem Staatsanwalt zur Hand waren. Es empfiehlt sich also, Kontakt vorher aufzunehmen, bevor man so einen Test macht. Okay, dann noch eine Frage hier vorne, bitte. Die Karten, die ihr jetzt bekommen habt von den verschiedenen Unis, also könnt ihr denn da eine Liste veröffentlichen, was ihr noch braucht, welche Unis ihr habt oder wo ihr jetzt so weit fortgeschritten seid, dass ihr vielleicht vor Ort Tester braucht? Das ist bestimmt auf GitHub. Das ist bestimmt auf GitHub Platz für so eine Liste oder sonst wo.
Also ich denke, das werden wir im Wiki dann tun. Also ja. Denn da möchten wir, das möchten wir gerne ergänzt haben. Also werden wir da dann reinschreiben, was wir schon haben und was wir noch gerne hätten. Okay, danke. Wunderbar. Eine aus dem Internet noch, der Signal Angel. Genau. Habt ihr Verknüpfungen zu Logins oder also Studenten-IDs gefunden, die irgendwie Rückschlüsse geben könnten auf den Namen oder eben deren E-Mail-Login oder sowas? Es gibt ja oft, dass die im Rechenzentrum das gleiche Login haben für alles. Naja, es gibt ja die Matrikelnummer an sich, ist auf den Studentenausweisen, ist auf den Studentenausweisen zumindest drauf. Die meisten Mensa-Karten an sich sind anonymisiert oder da ist nur eine ID drauf, ist jetzt nicht direkt verknüpft mit dem Ganzen. Es gibt noch extra Chips auf den Karten ab und zu, wo dann Zertifikate für E-Mail-Signierungen noch so drauf sind, das aber dann nur über Physical Access auslesbar sind und nicht wireless. Genau. Okay, danke. Okay, hier vorne bitte. Ja, dann nochmal zu dem Uplink kurz. Und zwar bei meiner Uni ist das so, der Uplink, da wird das Geld übertragen. Es wird aber nicht abgeglichen. Das heißt, wenn die Karte kaputt geht, kann man sein Geld wiederkriegen, aber es wird nicht verglichen. Ist auch die 150 Euro Uni. Ja, abgesehen von der Frage, ob Sie, ob ihr auch noch die Datensätze hier braucht, noch veröffentlicht ihr auch noch Datensätze, also so was auf den Karten drauf ist von Unis? Also man muss ja nicht die Keys veröffentlichen, aber einfach nur aus reinem Interesse, welche Unis welchen Standard hat und was da alles draufsteht? Im Wiki wollten wir sowas machen, wollten wir die Hex-Werte zumindest rausschreiben, halt anonymisiert, beziehungsweise ich bin noch sehr am Überlegen, weil ich nicht genau aussagen kann, was natürlich noch auf der Karte drauf ist. Dementsprechend ist mir das sehr heikel und möchte ich eigentlich nicht machen. Ich werde wahrscheinlich keine Hexwerte rausschreiben, sondern nur sagen, an der und der Stelle ist was, beziehungsweise ist das und das und nicht irgendwie so, wie wir es da gesehen haben, rausschreiben. Okay, ihr wartet schon ein Weilchen. Ich würde dann gerne auch die Frageliste schließen und abarbeiten, ja. Ja, hallo. Erstmal Thumbs up für den Talk, richtig geil. Du hast das geschafft, was ich vor 2 Jahren mit dem OpenPCD versucht habe. Ich bin nie dahin gekommen und deswegen Thumbs up wollte ich nur sagen. Und Free Lunches gibt es das nicht, weil irgendjemand anderes hat dann bestimmt bezahlt. Aber ja, so viel dazu. Okay, du. Ja, ich wollte einen kleinen Tipp geben an meiner ehemaligen Uni, war es so, das Labor hat sich auch überlegt, wie komme ich an Testdaten und die haben halt gemerkt, man kann das auslesen und ganz interessant ist ja der Kontostand, also haben die einfach ans Fenster ein etwas anderes Kartenterminal, wo man seinen Kontostand auslesen kann und Interessanterweise haben wir das auf der SIG und wir hatten ein Kartenterminal dabei. Wir haben, nachdem an unserer Universität lange nichts passiert ist, nachdem wir es disclosed haben, haben wir ein Kartenterminal aufgebaut, haben es mitten in die Uni gehängt und haben geguckt, was passiert. Das hat nicht lange gedauert, bis da ziemlich viel Aufruhr natürlich da war. Wir haben sehr viele Kartendaten gehabt und sehr viele gleiche Kartendaten gehabt, weil Leute hingegangen sind und so, wow, es geht. Es geht nochmal. Ja. Und dann noch was, also vor 1,5 Jahren habe ich so eine Konsolen-Deathfire-Implementation geschrieben, die aber nicht mehr gepflegt, weil ich mittlerweile einen Job habe und nicht mehr an der Fahr bin. Aber ich habe einen Kumpel, der ist unter GitHub KaiQ, hat ja so ein GUI drauf gebaut und vielleicht mal angucken, wäre cool. Danke. Okay, danke. Vielen Dank. Dann schauen wir hier drüben nochmal. Du hast auch noch eine Frage, gell? Ich habe noch eine Anmerkung, also zu Datenbanken und so. Also bei uns an der Uni, da konnte man zeitweise einmal was kaufen und dann schnell woanders was kaufen. Dann war nur der zweite Betrag vom Ursprungsbetrag abgebucht. Also da muss es irgendwie eine Datenbank im Hintergrund geben. Ja. Funktioniert aber nicht mehr.
Es könnte aber auch der Fall sein, wir haben auf manchen Karten gefunden, dass die Preise doppelt abgespeichert werden als sogenanntes als Backup. Und wenn eine Sache korrupiert war, dass er auf das Backup oder auf die andere Sache zurückgegriffen hat. Unter Umständen, wenn man schnell genug rauszieht, ich weiß nicht genau, könnte es sein, dass er auch korrumpiert war und er einfach den alten Betrag noch hatte, also neuen nicht schreiben konnte. Versuch. Okay, deine Frage bitte. Also bei mir ist es auch mehr eine Anmerkung. Wir haben auch ähnliche Erfahrungen, dass auch eine Datenbank im Hintergrund ist, aber die scheint ganz entgegengesetzt sich zu verhalten. Und zwar speichert bei uns Transaktionen sind auf der Karte mit drauf gespeichert. Die scheinen eine höhere Priorität als der Server zu haben. Das bedeutet, wenn ich mehrfach bezahle und aber immer die Transaktionszeit, die zurücksetzt, denkt sich der Server, ah ja gut, die Karte wird schon recht haben, schmeißen halt alle alten Transaktionen wieder weg, die schon gebucht sind. Derjenige, der das bei uns... Danke. Auch eine schöne Idee. Ja, das dient auch sehr. Also damit kann man zumindest zeitweise auch, also wir haben das auch im Praxistest gemacht. Derjenige, der es hauptsächlich gemacht hat, ist auch hier im Raum. Vielleicht mag der ja einen Lightning-Talk morgen noch halten. Ich gucke ihn jetzt mal lieber nicht an, aber der kann sich ja vielleicht noch erbarmen dazu. Weil damit ließe sich, also bisher hat Studentenwerk sich nicht wissentlich bei uns gemeldet, dass ihnen irgendwas aufgefallen ist. Kleine Anmerkung dazu, nachdem eine Datenbank meistens dahinter ist. Es gehen viele... Unter Umständen gehen viele alte Tricks von Barcodes wieder. Ein paar Leute wissen jetzt, wovon ich rede. Wenn man den nötigen Zeichensatz hat, wie zum Beispiel eine Matrikelnummer, wird abgeprüft und wird einfach so reingeschrieben in einen SQL-Befehl. Und oh je, ihr lacht, oh je. Aber das kommt wirklich vor, leider. Also, ja. Nochmal zu dem Schaden, der da entsteht. Manchmal denke ich, dieser Schaden müsste noch sehr viel größer sein, weil die Auskunft eines der Hersteller war, dass sie selbstverständlich das Fire anbieten, aber dass das ja nicht gewollt sei von den Studentenwerken und Universitäten. Das kostet Geld, ja. Der Punkt ist, dass zum Beispiel das Einbinden der Kopierer, wenn die auch damit bezahlt werden, das kostet richtig, weil das Zusatzmodul, das die auch Deskfire verarbeiten können, das kostet. Und um Universitäten dazu zu bringen, sie können dann auch nicht einfach umstellen und dann für die Leute, die schicken neuen Karten haben, die sicheren, funktioniert der Kopierer dann nicht mehr, das geht ja auch nicht. Ich kann nur dazu aufrufen, wirklich Druck zu machen über die ASTEN, über die Studentenvertretung, damit da endlich was passiert, denn sowohl die Labore, die damit abgesichert werden, wie auch die Schließfächer und ähnliche Funktionen neben dem finanziellen Schaden, der da entstehen kann, ist schon ganz schön hart. Und wir finden es einfach nicht in Ordnung, dass das Problem im Wesentlichen dann bei den Studierenden liegt. Und deswegen liegt es an euch, vielleicht da ein bisschen mehr Stress zu machen. Okay. Okay, zwei Fragen schaffen wir noch. Eine hier, eine da. Dann müssen wir pünktlich Schluss machen. Tut mir leid. Nur eine kurze Anmerkung zu der Deskfire-Geschichte. Weil wenn das System dann noch ein Fallback auf die Klassik hat, dann bringt das nichts. Ja, genau, ja, haben wir auch gesehen. Ist klar, ja. Okay. Euer Vorgänger-Talk im Saal 1 hat gezeigt, dass die Deskfire-Karte auch geknackt ist mit so einem Side-Channel-Attack. Ja. Nur, ne? Die Sache ist, soweit ich das Paper kenne, ich habe mich mit Deskfire nicht sehr beschäftigt, betrifft das nur manche Deskfire-Karten. Es gibt noch Deskfire-Karten, die können AES, was aber nicht verwendet werden soll, so was ich gehört habe von Herstellern, weil die Cycles zu viele sind und der Energieverbrauch der Karte zu stark wird, zu hoch wird und dadurch die Lesedistanz signifikant sinkt. Aber das ist auch nur Testversuche und ist noch nicht wirklich auf laborbedingt getestet worden. Wäre auch mal interessant, wer Labor testen will, fände ich interessant. Okay, soweit erstmal ein dickes Dankeschön an die Referenten, an die Saalmannschaft, an die Übersetzer.